Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im neuen Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik heißt es, die Bundesregierung wird ihrem Anspruch nur dann gerecht, wenn sie die Wahrung der Menschenrechte als beständige, immer neue Anstrengungen erfordernde Aufgabe begreift. Ganz genau so ist es. Und deswegen gebührt dem Deutschen Institut für Menschenrechte unser aller Dank und Anerkennung dafür, dass sie uns darauf aufmerksam macht, wo wir auch in Deutschland diesem Anspruch nicht gerecht werden und wo wir besser werden können und müssen. Schwere Menschenrechtsverletzungen in vielen Staaten der Welt kann nur der glaubwürdig kritisieren, der auch im eigenen Land die Hausaufgaben macht. Es geht um Glaubwürdigkeit. Und das heißt, dass wir eben nicht mit zweierlei Maß messen müssen. Und das haben wir Leute heute leider auf dieser Seite gehört und leider auch auf dieser Seite. Ja. Und es geht um eine durchgängige menschenrechtsorientierte Politik in allen Politikbereichen. Und das ist ein Arbeitsauftrag an das Wirtschaftsministerium, was zum Beispiel unsere Handelspolitik gegenüber China und Ägypten betrifft. Und es ist ein Arbeitsauftrag an das Innenministerium, was den Umgang mit Geflüchteten angeht und den Kampf gegen Rassismus und Hassrede im eigenen Land. Lassen Sie mich einige Punkte aus dem jüngsten DIMRE-Bericht herausgreifen. Einmal Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Viele Arbeitsmigranten werden in Deutschland massiv ausgebeutet, nicht bezahlte Überstunden, Löhne weit unter dem Mindestlohn, Drohungen, Gewalt. Und ich finde, das ist unseres Sozialstaates nicht würdig. Und deswegen brauchen wir alle Anstrengungen für menschenwürdige Zustände in der Pflegebranche, beim Bau oder in der Fleischindustrie. Zweiter Punkt, Menschenrechte und Wirtschaft. Die Expertinnen sind sich einig, dass die Freiwilligkeit bei der Einhaltung der Menschenrechte entlang der Lieferkette gescheitert ist. Und Minister Müller hat ja darauf reagiert mit dem Gesetzentwurf, der an den Medien gegeben wurde. Und in der Bundesregierung merke ich nach wie vor große Widerstände gegen eine verbindliche gesetzliche Regelung, auch wenn Sie, Frau Kofler, das hier unterstützt haben. Aber ich finde, da müssen Sie endlich liefern. Wo bleibt da Ihre Glaubwürdigkeit? Rüstungsexporte. Der DIMRE-Bericht bezeichnet es als menschenrechtlich besonders brisant. Rüstungsexporte zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Und bis heute haben wir Lücken im Gesetz, die eine Umgehung des Exportstopps ermöglichen. Und Rheinmetall zeigt, wie das geht. Waffenlieferungen nach Katar wurden genehmigt von dieser Bundesregierung. Katar, wo Menschenrechte massiv verletzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete sind unvereinbar mit einer menschenrechtsorientierten Politik. Letzter Satz. Außenminister Maas hat gestern hier gesagt, dass Deutschland eine starke Stimme für die Menschenrechte sein soll. Sehr gut. Und dann sollten wir aber auch hier bei uns unsere Hausaufgaben machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bause.